Chef on Air. Die Antenne Mainz Mittagspause. Und heute darf ich wieder einen Gast begrüßen. Und das ist Andreas Hornig. Der ist Geschäftsführer von Book & Drive Carsharing hier bei uns im Schäne Mainz. Ihr werdet es schon mitbekommen haben mit dem Carsharing. Man kommt ja fast nicht mehr drum herum. Allerorts sind da nämlich so ein paar schöne Stationen aufgebaut worden. Andreas, trotzdem einmal kurz, Andi soll ich sagen, ich sag's Andi. Andi, einmal kurz, Book & Drive Carsharing, wofür steht ihr? Book & Drive Carsharing, wir sind der größte Carsharing-Anbieter im Rhein-Main-Gebiet, haben auch ein sehr, sehr großes Angebot in Mainz und am besten einfach mal ausprobieren. Wir wollen natürlich auch deinen Lebensweg mal erfahren und mal kennenlernen und das ist natürlich schon wieder was nichts mit Carsharing oder so eine Richtung überhaupt zu tun hatte. Und wenn man dich sieht, dann weiß man auch, in welche Richtung es wahrscheinlich ursprünglich ging. Du bist oder du warst Basketballprofi. Das ist richtig, ja. Ich bin sehr, sehr groß und wirklich groß, 2,10 Meter. Und ich war jahrelang Sportprofi, Basketball. Ich bin nach dem Abitur in die USA rüber, habe dort mit Stipendium studiert, im schönen Kentucky. Bin danach zurück nach Deutschland 2004, habe dann einige Jahre in der ersten, in der zweiten Bundesliga gespielt. Habe dann meine Karriere ausklingen lassen noch in der Regionalliga. Habe dann unter anderem noch 2 Jahre hier in Mainz in der Regionalliga gespielt. Das war eine schöne Sache. Habe dann bei meinem letzten Arbeitgeber angehört, habe dort die Abteilung Marketing, Vertrieb und Produktmanagement geleitet und seit Anfang 2019 bin ich jetzt einer der 2 Geschäftsführer von Book & Drive Carsharing. Das hast du jetzt kurz prägnant auf den Punkt gebracht, aber wir gehen natürlich trotzdem nochmal ins Detail. Du hast ja dann auch, du warst in den USA, warst da auf dem College. Richtig, ja. So. Und im College ist es ja ein bisschen anders, also Sport beim Studieren so ungefähr. Was hast du denn da studiert? Also ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und ja, in den USA ist halt der große Vorteil, dass da Sport und Bildung quasi als Symbiose funktioniert. Das ist alles getaktet, so dass das funktioniert. Der typische Tagesablauf sieht dann so aus, dass man von 6 Uhr bis 8 Uhr morgens das erste Training hat. Danach von 8 bis 14 Uhr ist dann die Uni und dann von 3 bis 5 hat man dann nochmal Training und dann abends ist dann auch noch so ein verpflichtender Nachhilfeunterricht für die Sportler, weil die Noten müssen halt auch stimmen, sonst wird man sportlich disqualifiziert, also kann nicht spielen. Also es war schon ein straffes Programm, die 4 Jahre in den USA, ja. Aber es hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, Freizeit bleibt irgendwie nicht in der Rechnung. Nee, Freizeit ist da tatsächlich nicht viel, ja. Aber gut, das ist das Opfer, was man da bringen muss, ja. Definitiv. Und dann bist du wieder nach Deutschland gekommen und konntest dann aber erstmal vom Basketball wirklich auch leben. Genau, ich war dann mehrere Jahre Berufsprofi, meine erste Station war im schönen Tübingen, habe da 2 Jahre lang gespielt. Dann bin ich nach Karlsruhe gewechselt und dann noch in Kirchheim Unterteck, das ist in der Nähe von Stuttgart. Und mit 29 habe ich dann die Profischuhe an den Nagel gehängt, wie man es so schön sagt. Ja. Und wie gesagt, dann noch ein bisschen Regionalliga gespielt. Das hat auch viel Spaß gemacht. Und dann ging aber auch schon ein fließender Berufseinstieg. War das dann über Kontakte? Ja, im Endeffekt für mich stand immer fest, dass ich wieder zurück nach Hause will. Meine Frau hat halt auch hier den Job gehabt. Ich komme aus einem schönen Taunus und da wollten wir dann auch sesshaft werden, weil wir dann geheiratet haben und auch Familie geplant haben. Und dann hat sich eben ergeben, dass ich da den Geschäftsführer meiner ehemaligen Firma kennengelernt habe. Der hat dann auch Bedarf gehabt in der Vertriebsabteilung und so ist dann das eine zum anderen gekommen. Jetzt haben wir deine doch sehr spannende Karriere und deinen Lebensweg schon mal kurz abgehandelt. Aber dann ging es ja weiter in Richtung Carsharing hier in Mainz. Jetzt müsste man aber erstmal fragen, klar, in den letzten Jahren ist es präsenter geworden, aber wie lange gibt es das Ganze denn überhaupt schon? Also Carsharing gibt es in Deutschland, glaube ich, seit Ende der 70er und Book & Drive Carsharing ist seit dem Jahre 2000 am Markt. Okay, also schon noch was Junges, aber in den 70ern hätte ich nicht gedacht, dass da das irgendwie schon aufkam. Ja, hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, als ich das erste Mal gehört habe. Ich komme auch aus einer sehr ländlichen Region, das heißt, ich habe vor Book & Drive mit Carsharing gar keine Berührungspunkte gehabt, weil ja, ich komme aus einem 1500-Seelendorf, jetzt wohne ich sogar noch im kleineren Dorf mit 54 Einwohnern, da ist Carsharing sicherlich dann keine Lösung irgendwo. Deswegen, aber ich fand das Thema einfach spannend und deswegen habe ich da gerne die Herausforderung 2019 dann angenommen, als mir da dieser Job offeriert wurde. Genau, und seit wann ist jetzt Book & Drive in Mainz direkt am Start? Ich glaube, Book & Drive ist auch schon seit längerem in Mainz. Wann genau, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Was ich dir sagen kann, ist, wir haben seit 2018 zusammen mit der Mainzer Mobilität ein Joint Venture hier in Mainz. Das ist die Mainzer Book & Drive GmbH. Hat das Ziel, einfach den ÖPNV mit Carsharing in Mainz noch mehr zu verknüpfen. Da kommt dann sicherlich auch noch das MVG Mein Rad Angebot dazu oder der Mainz Rider. Also in Mainz gibt es ja wirklich viele Angebote,
als Ersatz zum Privat-Pkw. Und wir sind mit Mainz wirklich super gut zufrieden. Wir haben jetzt dieses Jahr von der Stadt Mainz 50 Stellplätze im öffentlichen Raum für unsere Fahrzeuge dazugewonnen, die dann gesehen werden an wirklich idealen Standorten. Und so wollen wir unser Angebot in Mainz weiter skalieren. Und perspektivisch sehen wir 400 Carsharing-Fahrzeuge in Mainz. Derzeit haben wir 165. Also es ist schon noch ein Weg. Es ist schon noch Luft nach oben, ja. Es ist schon Luft nach oben. Aber das Ziel von Book & Drive ist ja quasi, es soll ja kein Gegner zum Privat-Pkw sein, sondern es soll eine Alternative dafür aufzeigen, die gerade in so einer größeren Stadt schon sinnvoll auch in der Innenstadt sein kann. Ganz genau. Carsharing ist eine wirklich schöne Lösung im urbanen Raum oder auch in Mittelzentren. Im ländlichen Raum funktioniert es noch nicht so gut. Ich sage extra noch, klar. Da arbeiten wir dran. Und wie du es richtig gesagt hast, also der Privat-Pkw ist sicherlich nicht der Feind, aber wir wollen ganz klar in Zusammenarbeit mit dem ÖPNV oder mit multimodalen Mobilitätsangeboten, wie man es so schön nennt, da kommt ja dann Rad noch dazu, teilweise auch E-Scooter in den größeren Städten, wobei die ja schon momentan auch in der Kritik stehen. Aber wir wollen im Endeffekt den Kunden eine Alternative zum Privat-Pkw bieten. Und das, was ich mit am spannendsten fand, und das mache ich jetzt noch ganz kurz, ein Carsharing-Auto ersetzt im Schnitt wie viel Privat-Pkw? Also im urbanen, hochverdichteten Raum kann ein Carsharing-Fahrzeug tatsächlich bis zu 20 Privat-Pkw ersetzen. Und das ist auch ein Anspruch, den wir haben. Wir wollen im Endeffekt die Stadt von den Blechlawinen befreien, weil dieser Platz kann ja auch besser genutzt werden für zusätzliche Kinderspielparkplätze oder für sonst irgendwas. Ich habe tatsächlich bei deinem Musikwunsch eigentlich mit einer sportlicheren Hymne gerechnet. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch lange überlegen müssen, aber ich habe mir dann tatsächlich übermorgen von Mark Foster gewünscht, weil Mark Foster, den mag ich, ist irgendwie ein cooler Typ und das Lied macht gute Stimmung. Was ist denn jetzt eigentlich Carsharing? Das haben wir noch überhaupt nicht geklärt. Erklär uns doch mal das Prinzip Carsharing. Also Carsharing ist das organisierte Teilen von Fahrzeugen. Das funktioniert auch wirklich sehr einfach. Im Grunde genommen tut der Kunde sich bei Book & Drive einmalig registrieren. Das ist auch komplett kostenfrei. Er kann dann einen von zwei Tarifen wählen. Wir haben einen Basic-Tarif. Auch der ist kostenfrei. Da zahlt der Kunde tatsächlich nur, wenn er im Auto sitzt und fährt. Mhm. Daneben haben wir noch einen Abo-Tarif. Der kostet 9,90 Euro Grundpreis pro Monat. Dafür sind die Nutzungsgebühren etwas niedriger. Mhm. Die Kosten im Carsharing setzen sich immer aus dem Zeitpreis und einem Kilometerpreis zusammen und das war es im Endeffekt eigentlich schon. Das war's schon. Das heißt, ich bin da Mitglied, bin angemeldet, geht auch über eine App alles geht tatsächlich. Auch über eine App, genau. Also recht einfach und digital schon. Ich schaue dann, wo ist der nächste Standort, gehe da hin, gucke, ob das Auto da ist oder bekomme ich das auch schon vorher angezeigt? Das bekommst du auch schon vorher angezeigt. Wir haben auch ein kombiniertes Carsharing-Angebot, das heißt die Kombination von stationsbasierten Fahrzeugen. Mhm. Die haben einen fest reservierten Stellplatz. Dort bucht man dann das Fahrzeug, genau, macht seine Fahrt. Man muss das Fahrzeug dann wieder da abstellen, wo man es auch abgeholt hat. Mhm. Daneben haben wir noch die sogenannten Cityflitzer, mit denen kann man auch Einwegfahrten machen. Das heißt, klassisches Beispiel, ein Kunde hier in Mainz setzt sich einen Cityflitzer, fährt nach Darmstadt, nach Wiesbaden oder nach Frankfurt rüber und tut dort in unserem Geschäftsgebiet den Cityflitzer wieder abstellen und die Rückfahrt macht er dann idealerweise mit dem ÖPNV. Siehst du, praktisch. Also es ist wirklich vielfältig einsetzbar, was ihr da alles anbietet. Und sind das auch schon die Besonderheiten oder gibt es da quasi noch mehr, die ihr bei Book & Drive auf jeden Fall habt? Also was Book & Drive sicherlich speziell macht, ist, dass wir zum einen über 1000 Fahrzeuge in der Flotte haben. Wir haben mittlerweile über 60.000 Kunden, davon 7.500 hier in Mainz. Das ist, denke ich mal, auch eine schöne Sache. Nicht wir sind schlecht. Seit Anfang 2019 mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Das heißt, wir sind auch angehalten, unsere Flotte so schadstoffarm wie möglich darzustellen. Okay. Mhm. Wir wollen auch die E-Mobilität in unserer Flotte immer mehr erhöhen. Wir haben derzeit 2 E-Carsharing-Fahrzeuge hier in Mainz. Mhm. Das werden wir aber zeitnah auf 12 erhöhen. Mhm. Und da ist halt der Flaschenhals im Endeffekt die Ladeinfrastruktur. Na klar. Aber speziell E-Mobilität ist ein Thema, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und wir sind auch tatsächlich der einzige Carsharing-Anbieter in Deutschland, die auch Wasserstofffahrzeuge in der Flotte haben. Auch Wasserstoff, wie kommt man da? Also das ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist das ja nicht mehr das Aktuellste irgendwie. E-Autos übernimmt das ja. Es ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Der Vorteil von den Wasserstofffahrzeugen ist eben, dass sie keine Ladeinfrastruktur benötigen. Den kann man im Endeffekt normal betanken. Klar, die Tankstelle muss Wasserstoff haben. Da gibt es jetzt auch nicht so viele im Rhein-Main-Gebiet und in Deutschland, aber auch das wird ausgeweitet. Aber es ist auch eine spannende Technologie und Kunden haben da auch Interesse, das einfach mal auszuprobieren. Wir haben über sehr vieles schon gesprochen, aber was ihr denn überhaupt für Autos auch anbietet, das haben wir ja noch nicht gesagt. Und es ist nicht nur, ich meine, die Cityflitzer kennen wir alle, das sind so kleine Knutschkugeln, die hier durch die Gegend fahren, aber ihr habt da noch ein bisschen mehr eigentlich. Genau, wir sind herstellerunabhängig, das heißt, wir haben da einen bunten Blumenstrauß von Fahrzeugen in der Flotte. Das fängt von einem kleinen Wagen an, du hast die Cityflitzer angesprochen, das sind alles VW-Ups. Wir haben aber auch größere Fahrzeuge in der Flotte, wie der VW Passat zum Beispiel, wo dann auch ich mit meinen langen Haxen reinpasse. Wir haben
haben jetzt im Sommer Cabrios im Angebot, wo man einfach mal eine schöne Cabrio-Fahrt machen kann. Wir haben Transporter, die dann wunderbar für den Umzug genutzt werden können. Wir haben Neunsitzer, da kooperieren wir auch mit den Sportkreisen hier im Rhein-Main-Gebiet, sodass unsere Neunsitzer dann auch für Auswärtsfahrten von den Sportkreisen genutzt werden können, wenn dann Corona hoffentlich dann auch Sport bald wieder zulässt. Also es ist sehr umfangreich. Definitiv, ihr habt eine breite Palette, die ihr da anbietet und ihr seid natürlich noch nicht am Ende von der Entwicklung, die ihr da plant. Nein, sicherlich nicht. Man muss überlegen, es gibt, glaube ich, 47 Millionen Privat-Pkw in Deutschland. Das war die Statistik, die ich letztes Jahr mal gelesen habe. Uff. Und es gibt 20.000 Carsharing-Fahrzeuge in Deutschland. Also da sieht man die Diskrepanz. Ja. Da ist noch ordentlich Luft nach oben. Was plant ihr denn jetzt genau für Mainz? Wie viele Stellplätze, wie viele Fahrzeuge sind denn dann im Einsatz? Also wir haben jetzt 45 Cityflitzer in Einsatz und 120 stationsbasierte Fahrzeuge. Das ist für die Größe von Mainz schon ordentlich, denke ich. Zusammen mit der Mainzer Mobilität haben wir natürlich ambitionierte Pläne für Mainz und wir wollen schon in der Spitze dann auf 400 Carsharing-Fahrzeuge in Mainz kommen. Mittelfristig 2 bis 4 Jahre, sage ich mal. Ja, das ist ein ambitionierter Plan, würde ich jetzt mal sagen. Aber du sagst selber, es wird gut angenommen. Es wird sehr gut angenommen. Wir haben halt immer das Problem, dass wir halt Flächen brauchen, um unser Angebot zur Verfügung zu stellen. Klar. Wir mieten da von Privaten, von Kooperationspartnern an. In Rheinland-Pfalz gibt es seit letztem Mai das Landes-Carsharing-Gesetz, was dann eben auch der öffentlichen Hand ermöglicht, Stellplätze im öffentlichen Raum für Carsharing vorzuhalten. Deswegen jetzt auch die Ausschreibung hier in Mainz, ne, wo wir 50 Stellplätze gewonnen haben. Da hoffen wir natürlich, dass in Mainz, als auch in Koblenz, wo wir auch ein Book-and-Drive-Angebot haben, dass wir da dann für mehr zukünftig Stellplätze bekommen, sodass wir unser Angebot dann auch skalieren können. Das ist doch ordentlich und ich kann mich erinnern, es ist gar nicht so lange her, am Fischtorplatz. Das war so das letzte Größere, was ihr auf jeden Fall vorgestellt habt. Genau. Da seid ihr jetzt auch mittlerweile und ansonsten aber auch in jedem Vorort, überall in Laubenheim, überall. Genau. Überall und das ist auch der Plan, quasi das noch besser anzubinden. Genau, das war auch sicherlich ein Wunsch von der Stadt, dass in jedem Stadtgebiet von Mainz Carsharing verfügbar sein soll und durch diese 50 Stellplätze, die wir jetzt gewonnen haben, ist das tatsächlich auch Fakt. Also wir sind in ganz Mainz verfügbar und das ist super. Sehr gut. Andi, vielen lieben Dank. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. War sehr interessant auf jeden Fall. Booksharing, ein super Konzept. Booksharing, sage ich schon. Carsharing, Book and Drive, so rum. Ein super Konzept, was auf jeden Fall sehr zukunftsfähig ist, auch für unsere schöne Landeshauptstadt. Dann bedanke ich mich schon mal sehr. Die Antenne. Lass mal durchlaufen, weil wir sind noch nicht ganz durch. So, vielen Dank. Mit der schönen Musikuntermalung. Ach, war schön mit dir. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg und ich hoffe, das wird gut angenommen, alles. Vielen lieben Dank.